Die Herrlichkeit meines Vaters ist meine eigene, erinnert uns die Lektion 239. Lass nicht durch falsche Demut heut die Wahrheit über uns versteckt sein. Und hier, wenn hier steht über uns, wer ist denn damit gemeint? Natürlich alle. Alle, ja, die ganze Sohnschaft. Alle sind damit gemeint, inklusive Jesus. Wenn Jesus uns diese Lektion hier anbietet und uns sagt, lass nicht durch eine falsche Demut heute die Wahrheit über uns versteckt sein, so schließt er sich mit ein. Er klammert sich nicht aus, er ist mit dabei in unserem Boot. Er ist nicht jemand, der außerhalb von uns steht, sondern er lädt dich ein, ihn als deinen Bruder zu erkennen. Und wir wollen nicht durch falsche Demut diese Herrlichkeit in uns weiterhin verbergen. Was heißt denn Herrlichkeit? Es ist die göttliche Ausstrahlung. Die göttliche Ausstrahlung meines Vaters ist meine eigene. Die göttliche Ausstrahlung Gottes ist meine eigene. Und lass uns diese nicht mehr durch falsche Demut verbergen. Was ist denn falsche Demut? Falsche Demut ist, wenn wir glauben, wenn wir nach wie vor glauben, wir wären mit Fehlern behaftet oder irgendwelche Sünder. Falsche Demut ist, wenn wir die göttliche Ausstrahlung verweigern, im Glauben, dass wir deren nicht würdig sind. Und natürlich, wenn du eins in Gott bist, bist du würdig, seine Ausstrahlung, dieses Erbe anzunehmen und hier jedem zu schenken. Versuche dir vorzustellen, während du in diese Lektion gehst, dass du diese göttliche Ausstrahlung bist, dass du der große Strahl Gottes bist, dass diese Herrlichkeit nach wie vor, dass du nach wie vor diese Herrlichkeit bist. Du bist nicht getrennt davon, so wie Jesus uns sagt, wir. Er spricht sehr oft von wir. Und mit wir schließt er sich ein, doch in dem Maße, wie ich das wir unterlasse, in dem Maße schließe ich Jesus von dieser Herrlichkeit aus und somit mich selbst. Und wir beanspruchen heute diese göttliche Ausstrahlung. Was? Darf ich das beanspruchen? Natürlich. Du darfst das. Du bist sogar aufgefordert, dies zu tun. Und deshalb lass uns heute die Wahrheit über uns selbst nicht durch falsche Demut verbergen. Falsche Demut bedeutet, ich bin dessen unwürdig. Und wenn der Autor dieses Buches, des Kurses im Wundern, dir sagt, du bist dessen würdig, dann müssen wir mal irgendwann beginnen, daran zu glauben. Das ist ja nicht irgendein Roman, den wir lesen, oder irgendein Märchen, das sich toll anhört oder zumindest mal interessant ist und über das wir reden können. Dieser Kurs in Wundern ist eine Offenbarung. Dieser Kurs ist eine Übertragung der Wahrheit. Jedoch, solange wir es einfach als Buch sehen, wie wir früher Bücher gelesen haben, solange kann in uns nichts geschehen. Wenn ich in die erste Schulklasse komme und dort lerne, dass 1 und 1 2 ist, dann ist das so. Aber wenn ich mein altes Lernen hineinbringe und glaube, dass 1 und 1 3 ergibt, dann habe ich ein Denkproblem. 1 und 1 gibt 2. Das heißt, ich bin dessen würdig, die göttliche Ausstrahlung, die göttliche Herrlichkeit hier zu repräsentieren.
Und wir wollen uns nicht mehr in einem gesonderten Schließfach einschließen und hoffen, dass wir dieser Herrlichkeit entkommen können, weil wir glauben, wir sind voller Schuld oder voller Fehler. Und das Schließfach mit einer Geheimnummer, das niemand kennen darf. Öffne dich wirklich. Nimm doch diese Worte, die dir heute angeboten werden durch den Kurs in Wundern, als Tatsache hin. Wir alle sind Schüler, du wie ich. Und wir alle wollen dies lernen, du wie ich. Was zu lernen ist, ist nun klar. Willst du es lernen? Das ist die Frage. Niemand, wirklich, es gibt niemand, der das für dich tun kann, die Lektionen zu lernen. Ich habe früher immer wieder mal gehofft, dass es irgendwo vielleicht jemand gibt, der mich als diesen armen Sünder, als den ich mich damals empfunden habe, endlich errettet. Ich habe auf der Formebene gesucht und gemacht und bin überall hingereist und ganz im Geheimen war ich so der Ansicht, vielleicht kann mich irgendjemand erretten auf dieser Welt. Und natürlich war dies erneut eine Täuschung, denn ich habe es unterlassen, an mir zu arbeiten, wirkliche Geistesforschung zu betreiben, endlich aus meinem eigenen Morast herauszutreten, endlich meine Hilflosigkeit und mein Opferdasein aufzugeben, endlich an den Punkt zu gelangen, an dem ich einsehe, dass die Herrlichkeit Gottes, dass die Ausstrahlung Gottes nach wie vor in mir ist und dass ich diese nur anzuwenden brauche. Ich muss mein geistiges Licht anschalten. Ich weiß, wo der Schalter ist, aber möchte ich ihn betätigen oder möchte ich noch immer noch halbdunkel in meiner Wohnung herumtappen oder in meiner Welt? So ein bisschen Sicht habe ich ja noch. Das Ego will mir ja nicht alles nehmen, ein bisschen geistige Sicht habe ich ja noch, aber reicht mir das? Möchte ich endlich zur Erlösung der Welt beitragen, indem ich den Lichtschalter betätige in meinem Geist? Und den Lichtschalter, den können wir folgendermaßen einschalten. Ich bin göttliche Ausstrahlung. Und dann wollen wir das fühlen. Und ich spreche oft davon, dass wir dieses fühlen wollen. Zumindest wollen wir es fühlen. Wenn du es noch nicht fühlst, dann sage dir, ich bin bereit, dies zu fühlen. Und durch diese Bereitschaft wirst du auf geistiger Ebene unterstützt. Aber wenn du dir sagst, ja, ich fühle das nicht, dann willst du das Klassenzimmer der Liebe nicht betreten durch diese Aussage. Du willst immer noch vor verschlossenen Türen stehen bleiben. Und wenn du dir immer wieder sagst, okay, ich check das hier zwar noch nicht, aber ich bin bereit zu fühlen, dass ich göttliche Ausstrahlung bin. Und dann kann dir alle Hilfe zuteil werden. Genauso, wenn die Lektion zum Beispiel immer wieder, in einer folgenden Lektion, wo wir eingeladen sind, zu fühlen und zu denken, ich bin kein Körper, ich bin frei, ja, das kann ich nicht glauben. Und wenn ich dieses Ich kann es nicht glauben oder ich kann es nicht fühlen hinzufüge, dann klappe ich die Türe zu. Ich will noch nicht im Klassenzimmer der Liebe Platz nehmen. Aber wenn ich hinzufüge, ich bin bereit, dies zu erfahren oder zu fühlen, dann bin ich im Klassenzimmer der Liebe. Und im Kurs im Wundern werden wir sehr oft aufgefordert, ich weiß nicht wie oft, die kleine Bereitschaft genügt. Und sei heute bereit zu fühlen, dass du
die Herrlichkeit Gottes bist, dass sie deine eigene ist. Niemand anders kann sie dir nehmen. Was Gott dir gegeben hat, kann dir nicht genommen werden. Und wir sind jetzt hier, um dies mit allen heiligen Freunden, deinen Schwestern und Brüdern zu teilen. Oder möchtest du immer noch deine seltsamen Ideen von Körperdasein teilen, von Körperfehlern teilen, von Körperproblemen teilen? Wir sind hier, um seine Herrlichkeit mit jedem zu teilen. Auch mit Jesus. Möchtest du das? Ich glaube ja. Jedoch solange ich Spuren von Sünde und von Schuld und von Fehlern und von Konflikten in der Welt mache, wo soll ich dann die Herrlichkeit Gottes fühlen können? Wo soll ich dann die Ausstrahlung Gottes erfahren können? Dann tausche ich doch die seltsamen Ideen von Sünde und von Fehlern mit anderen. Und ich werde sicherlich jemanden finden, der meiner Meinung ist. Und wenn er nicht meiner Meinung ist, dann verlasse ich ihn halt. Ich werde jemanden finden, irgendeinen Verein gründen, der wieder meiner Meinung ist. Die Welt ist voller Sünde, voller Fehler, voller Schuld. Und besonders dieser und der eine. Möchtest du heute die Ausstrahlung Gottes mit jedem feiern? Das ist eine Frage, die an dich gestellt wurde. Ich meine, wir sind jetzt bei der Lektion 239. Und wenn du seit Anbeginn, seit dem 1. Januar zum Beispiel dabei bist, dann sollte die Idee, der eine hat immer noch einen Fehler gemacht, endlich korrigiert werden. Nee, ich wurde in der Vergangenheit so sehr verletzt, in meiner Kindheit so sehr verletzt, mit dem möchte ich die Ausstrahlung Gottes nicht feiern. Ja, dann schließt du dich vom Klassenzimmer der Liebe aus. Du möchtest weiterhin noch in dieser Schuld und in der Sünde verweilen. Und uns wurde schon oft gesagt, die Welt ist völlig neutral. Und du kannst in ihr sehen, was du willst. Du kannst natürlich Sünde und Schmerz und Schuld sehen. Diese freie Wahl wurde dir von Gott gegeben. Die kann er dir auch nicht nehmen, aber wir können sie aufgeben. Wir können diese Ideen völlig aufgeben und indem wir sie aufgeben, feiern wir die Ausstrahlung Gottes mit allen, ausnahmslos mit allen. Und das ist die höchste Form der Liebe. Anders formuliert, wir schauen nicht mehr auf die Form, sondern auf den Inhalt. Denn jeder repräsentiert hier Liebe. Gottfried, wie kannst du so etwas sagen? Schau doch mal diesen und jenen an. Ja, schau dir diesen und jenen an, bedeutet, du lädst mich ein, ich soll mit ihm auf Sünde und auf Schuld schauen. Daran habe ich tatsächlich kein Interesse mehr. Das liegt nicht in meinem Interesse. Ich schaue nicht mehr mit dir auf Sünde und auf Schuld und auf Fehlern mit anderen. Ich möchte mit dir die Ausstrahlung Gottes feiern. Die Frage ist nur, willst du das auch? Oder möchtest du immer noch Recht haben? Recht haben mit deinem Unglücklichsein. Wer Recht haben will mit seinem Unglücklichsein, ist ein Sklave des Egos. Die Fehler anderer sind ihm wichtig wie die geistige Berichtigung. Warum sollen die Fehler anderer noch so wichtig sein?
das ist doch schon ein bisschen verrückt, oder? Ich meine, du kannst doch nicht erwarten, dass du die Herrlichkeit Gottes erfährst, wenn dir die Fehler anderer noch wichtig sind, oder? Also mir gelingt das nicht und ich habe es ziemlich intensiv versucht. Seit Anbeginn der Zeit. Und wir müssen beschließen, dass diese Zeit jetzt endet. Diese Zeit von Vorwürfen, von Fehlern, von falschen Handlungen und diesem und jenem. Sei du nicht mehr der Richter in deinem eigenen Gefängnis, denn du beurteilst dich immer nur selbst. Denn die Welt, wie wir inzwischen wissen, ist dein Traum. Und all das, was in diesem Traum geschieht, hängt mit dir zusammen. So wie deine nächtlichen Träume, kannst du nicht sagen, na, das hat der andere geträumt. Also, heute Nacht habe ich irgendjemanden ermordet, aber nee, das habe ich nicht getan. Heute Nacht habe ich jemanden gesehen, der vergewaltigt wurde, aber das habe ich nicht, also dieser Traum, der hat nichts mit mir zu tun. Solange wir so schauen und daraufhin die Fehler in anderen natürlich diagnostizieren, analysieren und auch genau aufsagen können, warum dieser Fehler oder diese Krankheit oder was auch immer entstanden ist, ist doch einfach nur Götzendienst. Es ist doch nur einfach die Anbetung der Dunkelheit. Du bist die Ausstrahlung Gottes. Du bist die Herrlichkeit Gottes. Oder möchtest du unbedingt noch etwas anderes sein? Wie kannst du Christus in dir offenbaren, wenn du nicht auf die Heiligkeit schaust und ihn dort siehst? Und mit anderen Worten, du manifestierst den Christus nur in dir, indem du auf deine heiligen Freunde schaust und den Christus in ihnen siehst. Anders ist das nicht mehr möglich. Und das wird dir hier klipp und klar mitgeteilt. Und ich kann dir sagen, dass du keine andere Wahl hast. Alles andere scheint eine Wahl zu sein, aber du machst nur Illusionen wahr. Und wer Illusionen wahr macht, ist doch sehr wankelmütig. Heute geht es ihm gut und morgen geht es ihm schlecht. Ach, die Welt ist so komisch. Ach, die Menschen sind so komisch. Ach, und so weiter. Sollte das nicht langsam sein Ende finden? Und das, was wir wahrnehmen, ist das, was wir projizieren. Und warum noch gegen unsere eigenen Projektionen kämpfen? Die Lektion 1 ist mir in dieser Situation oder in diesem Ganzen immer wieder sehr hilfreich. Nichts, was ich in dieser Welt, in diesem Raum sehe, bedeutet irgendetwas. Und ich möchte den Dingen keine Bedeutung mehr geben, indem ich Fehler, Sünde und Schuld da draußen sehe, dass es nicht gibt. Bist du einverstanden mit diesen Worten? Zumindest einverstanden? Du musst ja noch nicht verstehen wollen. Wir sind ja im Klassenzimmer der Liebe. Dort lernen wir doch erst, dass 1 und 1 3 ist. 2 ist. Wir verlernen, dass 1 und 1 3 ist. Schau selbst, ob du diese Worte akzeptieren kannst. Wenn du noch irgendwo und in deiner Selbsterforschung noch Probleme siehst, hey, das kann doch nicht sein, dann gib dieses dem Heiligen Geist. Aber versuche nicht mehr mit mir oder mit Jesus oder mit irgendjemandem darüber zu diskutieren. Schaue einfach, was es zu lernen gibt. Hier ist doch eine sehr interessante Information, oder? Ich bin die Ausstrahlung Gottes.
Ich bin die Herrlichkeit Gottes und ich kann diese Herrlichkeit in jedem Augenblick erfahren. Wenn ich nicht mehr der Gefängniswärter meiner eigenen Welt bin, wenn ich endlich dieses unwürdige Amt aufgebe und mich als würdig erachte, diese Herrlichkeit Gottes zu repräsentieren. Und wenn ich die Wahrheit meiner eigenen Herrlichkeit in mir nicht mehr verbergen möchte, kann ich sie auch in meinen heiligen Freunden nicht mehr verbergen, in meinen Schwestern und Brüdern. Und deshalb stelle ich dir erneut eine Frage: Möchtest du noch die Herrlichkeit Gottes verbergen? Vielleicht wirst du jetzt sagen, nein, ich möchte das nicht mehr. Ich bin bereit zu lernen, die Herrlichkeit Gottes allüberall wahrzunehmen. Das wäre dann eine geeignete Antwort, sodass der Heilige Geist dich lehren kann, was dies bedeutet. Und wir können in jeder Situation den Heiligen Geist oder, wenn du willst, Jesus um Hilfe bitten, uns diese Lektion, die wir vielleicht noch nicht in ihrer Gänze verstehen, zu lehren. Lass nicht durch eine falsche Demut heute die Wahrheit über uns versteckt sein. Lass uns stattdessen dankbar für die Gaben sein, die uns unser Vater gab. Können wir in denen, mit denen er seine Herrlichkeit teilt, irgendeine Spur von Sünde und von Schuld erblicken? Und kann es sein, dass wir nicht unter ihnen sind, wenn er seinen Sohn auf ewig und mit vollkommener Konstanz liebt, im Wissen, dass er ist, wie er ihn schuf? Lese dir diese Zeilen immer wieder mal durch und es werden dir hier einige Fragen gestellt und beantworte du dir diese Fragen. Im Kurs im Wundern werden dir sehr viele Fragen gestellt. Beantworte sie. Ganz ehrlich. Schauen wir, was dieses Gebet uns noch gibt. Wir danken dir, Vater, für das Licht, das ewig in uns leuchtet. Und wir ehren es, weil du es mit uns teilst. Wir sind eins in diesem Licht vereint und eins mit dir. In Frieden mit der ganzen Schöpfung. Und mit uns selbst. So sei es. Danke. Danke für deine Aufmerksamkeit und dein Zuhören des Lebe Majestätisch Podcasts. Abonniere diesen Kanal, damit du keine neue Folge verpasst und hinterlasse eine Bewertung. Ich freue mich, wenn du diesen Inhalt teilst, damit noch mehr Menschen ihren inneren Frieden finden. Du kannst auch gerne meine Webseite besuchen, um weiteres über mich und meine Arbeit zu erfahren. Den Link findest du in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude bei der nächsten Folge. Dein Gottfried Sumser.